Ich bin mir nicht sicher, ob es an dem Energiespeicher liegt, aber ich verliere Leistung auf den Geraden. Okay, aber die Beschleunigung ist gut. Wir schauen uns das an. Na, wie geht's uns heute, Freunde? Ich hoffe, alles läuft glatt. Alles okay, Brian. Ja, wir besprechen nur ein paar letzte Optimierungen. Ah, das höre ich gern. Mit so viel Hingabe wirst du uns hoffentlich einen Haufen Punkte holen, hm? Ja, ich versuch's. Ach, ich wollte dir noch was ausrichten. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ich habe eine Nachricht bekommen von Toto Wolf. Dein Name ist gefallen. Oh. Sie sehen sich wohl um für die nächste Saison. Du wirst beobachtet. Okay, wow. Kein Druck also. Also, was stimmt denn mit dem Wagen nicht? Wir verlieren Leistung auf den Geraden. Ist aber kein großes Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Rein theoretisch. Hätten wir genug Zeit, um den Typ-2-Motor einzubauen? Für das Rennen? Ja, Boss. Und bei Kasper gibt's keine Probleme? Nein. Na dann, machen wir's. Bau Aiden den Typ 2 ein, ja? Ja, das würde helfen. Aber bist du sicher? Na klar. Etwas mehr Power ist gut. Etwas mehr. Und hey, alles für unseren Starpiloten. Kasper, wie geht's dir heute? Fühlst du dich fit für das Rennen? Meine Fresse. Ich bin Kasper und ich bin nach Kaka. Hey, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 Breaking Point. Wir sind Kapitel 5, wir gehen nach Italien, nach Monza, das wird wunderschön. Und wir haben hier eine neue Nachricht, dieser Butler ist sein eigener Herr, ein Gespräch mit Devin Butler von Alfa Romeo. Wir haben uns im Vorfeld im Grand Prix von Italien mit Devin Butler unterhalten, dem umstrittenen Fahrer, der derzeit für Alfa Romeo am Start ist. Wer möchte, kann hier gerne Pause drücken, sich das Interview durchlesen. Was der zu sagen hat, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Viel interessanter ist die Wochenendvorschau hier von Jeff Nelson. Sei sehr vorsichtig mit dem inneren Curbs bei den ersten beiden Schikanen. Sie sind sehr hoch und können dich leicht von der Strecke werfen. Abgesehen davon ist eben Monza. Denk einfach daran, das Gaspedal durchzutreten, damit alles gut. Brian ruft an. Hey. Brian. Aiden, gut, dass ich dich erreiche. Hör zu, mach dir wegen Kasper keine Gedanken. Ah, ja. Du brauchst nichts weiter zu sagen, Brian. Kasper ist das Letzte, woran ich zurzeit denke. Ich muss mich aufs Rennen konzentrieren. So ist es. Gut so. Das in der Garage eben war meine Schuld. Ich weiß ja, wie er sein kann. Kindisch? Egoistisch? Mir reicht's, Brian. Er hat auf mir rumgehackt, seit ich im Team bin. Er muss echt erwachsen werden. Okay. Überlass Kasper einfach mir und denk nur ans Rennen. Sieh zu, dass du aus dem neuen Triebwerk ordentlich was rausholst. Geht klar, Brian. Wir sehen uns später. Ach Mann, ich mag Brian. Ist ein netter. So, dann haben wir noch von Saskia Mills eine kleine Planänderung. Sie wollen das Interview morgen jetzt noch vor dem Fotoshooting machen. Das heißt, du solltest am besten heute Abend schon mal anprobieren, was sie dir geschickt haben. Sie werden dich auf jeden Fall fragen, was du von ihrer Sammlung hältst. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles fertig rausgelegt in deinem Hotelzimmer findest. Außerdem hat Colin Perry von Trackside wiederum genervt. Vielleicht solltest du einfach mal einen sauren Apfel beißen und es hinter dich bringen. Ich glaube, ein Nein akzeptiert er nicht. Wenn es Probleme gibt, ruf mich an. So, hier haben wir auch schon Colin Perry. Gut, wollte mich mal höflich nachfragen für den Fall, dass meine letzte Nachricht nicht angekommen ist. Das ist immer das Schönste. Wenn man nicht geantwortet hat, oh, falls die letzte Nachricht im Spam-Ort mal gelandet ist. Okay, ciao. So, ab nach... Oh, warte, ich muss Belohnungen kurz abholen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Hier, paar EP. Fump, wunderbar. Zack, zack, zack. Rang 21 sind wir im Moment. 22 kommt bald. Geil. Okay, und dann gehen wir auf zum Rennen. Hui. Kapitel 5. Jackson hat vor, sein neues Trimac voll auszunutzen zum Ärger von Teamkollege Casper Ackerman. Die Fahrer in der Startaufstellung machen sich bereit und ein voll konzentrierter Jackson brennt darauf, Ackerman zu zeigen, warum Racing Point ihn eingestellt hat. Geil. Auf geht's. Ich heiße alle interessierten Motorsportfans herzlich willkommen und freue mich schon auf ein unglaubliches Rennen auf einer altehrwürdigen Strecke, die natürlich keiner weiteren Vorstellung bedarf. Das Publikum ist Feuer und Flamme, die Autos sind bereit für den Start und wir machen uns in wenigen Sekunden bereit, die Lichter auszumachen. Willkommen zum großen Preis von Italien. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 249 Stundenkilometern gilt Monza nicht ohne Grund als eine der schnellsten Pisten des Motorsports. Im Parco di Monza gibt es 11 Kurven und auf der 5,79 Kilometer langen Rennstrecke haben wir schon spektakuläre Rennen erlebt. Die beste Überholmöglichkeit natürlich die erste Schikane. Vorher kommt man durch die Parabolika und dann über die lange Start und Ziel. Es ist soweit, Monza.
Diese Veranstaltung gibt es heute zum 90. Mal. Es ist also ein ganz besonderes Jahr für Formel-1-Fans, aber vor allem für die Italiener, die zu Recht stolz sind auf dieses Rennen und seine lange Geschichte. Ja, es ist schon irgendwie jedes Mal etwas Besonderes. Hamilton teilt sich den Rekord für die meisten Siege hier mit Schumacher. Beide haben 5, aber mit einem 6. heute kann er ihn komplett an sich reißen. Die Strecke kann auf fast 100 Jahre Formel-1-Geschichte zurückblicken. Mal sehen, was der große Preis von Italien dieses Jahr zu bieten hat. Aber wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, brauchen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass Hamilton nicht gewinnt. Gut, mal sehen, was wir aus dem neuen Triebwerk herausholen können. Viel Glück heute. Ja, danke, Jeff. Was ich ein bisschen schade finde, mir fehlt so ein bisschen dieses Rennwochenend-Feeling, ne? So dieses Training und dann das Qualifying vielleicht auch mal. Wir gehen jetzt hier von Rennen zu Rennen zu Rennen zu Rennen zu Rennen. Es geht immer Ackermann gegen Aiden Jackson. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Rennwochenend-Feeling gewünscht, dass man wirklich so dieses Gefühl hat, okay, wir sind jetzt in, keine Ahnung, wir sind jetzt in Italien und da ist das Training und da passieren Dinge und ne, so ein bisschen mehr noch hätte ich mir gewünscht, aber naja, mein Gott. Man kann ja auch nicht all haben, nicht? So, auf geht das. Sehr guter Start. Da stecken wir gleich mal den Grosjean wieder in der Tasche, komm. Das ist gut, wir sind rechts innen, weil da geht's nämlich gleich. Oh, was macht er denn? Butler, du kleine Drecksau. Ich hasse diese Kurve. Oh, guck mal, wo wir sind. Jo, 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 ich weiß. Easy. Naja, passt schon, kriegen wir hin, gar kein Problem. Wir sind an Butler immerhin schon mal vorbei, das ist doch wunderbar. Oh, wir haben den Leclerc im Arsch hängen, ist nicht so gut. Aber auch das kriegen wir hin. Schnappen uns den Ocon eben. Wow! Ach ja, das war dieses tolle Curb, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass einen gerne zum Abheben bringt. Ich hasse es, ne? Ansonsten fahre ich Monster ganz gerne, aber diese Curbs und die erste Schikane, heilige Maria. Ganz fürchterlich. Aber wir haben Zeit, wir lassen uns hier überhaupt nicht beirren. Was machen die beiden denn da vorne schon wieder? Er macht Platz, dass er auf der Ideallinie überholen kann. Was ist das denn? Mensch, Gasly, was bist du denn für eine Muschi? Machst du mir auch mal Platz da, bitte? Fährst mal rüber, ich würde auch gern vorbei, ne? Machst du das nicht? Schade, ne? Zieh ich halt hier durch. Moin. Also ein bisschen Reifen an Reifen, das ist schon okay, ne? Guck mal, ob wir den jetzt hier im Windschatten zwiebeln können. Ne, können wir nicht. Aber er holt auf. Ne, holt er nicht. Doch, er holt ein bisschen auf, ne? Jetzt kommen wir. Okay. Kasper sollte bald in Sicht sein, Aiden. Du brauchst dich nicht zurückzuhalten. Scheiße. Wir haben fucking Flügel ein Stück verloren. Das ist nicht gut. Gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Scheiße, Mann. Zum Kotzen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nee, wir ändern gar nichts. Okay, geht in Ordnung. Wir bleiben so drinne, das geht. Das kriegen wir hin. Wir müssen ein bisschen Zeit rausfahren, dass falls wir jetzt. Wir werden den Flügel gewechselt kriegen, auf jeden Fall. Weil ich sagen muss, bis hierhin geht's eigentlich ganz gut. Wir werden nur Schwierigkeiten haben, jetzt an die ersten Plätze vorne ranzukommen. Weiß geht eigentlich, ne? Ich versuche innen vorbeizugehen. Sieht auch ganz gut aus. Jo, moin. Dann soll er den Flügelschaden nicht reparieren. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Der ist nur orange, das ist nur ein bisschen was ab, glaube ich, ne? Du kannst jetzt das DRS verwenden. So krass kommt der Sainz da hinten auch nicht ran. Das kriegen wir hin. Wir brauchen keinen neuen Flügel. Oh, schon wieder abgekürzt, Mann. Pisse. Nee, doch. Wir brauchen keinen neuen Flügel. Das passt. Ich meine, so extrem sind die Kurven ja auch nicht, dass man da irgendwie nicht umzukommt. Das geht schon. So, Curbs auf jeden Fall vermeiden. Hä, was habe ich für eine Kollision verursacht? Ich habe gar nichts gemacht. Am Arsch.
Ich bin voll easy an dem vorbeigefahren. Jetzt muss ich doch flachsen. Oh, jetzt kommen wir wieder an Ricardo ran hier. Gar keinen Bock drauf. Sehr gut. Ackerman! Oh mein Gott, it's Ackerman! Oh, guck mal, der kommt, aber der kriegt er nicht. Ich mach zu, wenn er kommt. Voll der Assi einfach. Wir gehen raus. Nee, geht. Ackerman! Oh, er hat kein DRS, wir schon. Ärgerlich, Ackerman. Guck ihn dir doch an! Wieso? Wieso machen die das immer? Boah, ich hasse dich, Ackermann. Ich würde dich jetzt so derbe überholen, ne? Ich trage dich gleich raus, Alter. Linke Seite. Verpiss dich. Dumme Kackwurst. Warum ziehen die immer rüber? Was soll die Scheiße? Jetzt wird es natürlich schwierig werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir rauskommen. So 5 Sekunden dauert es immer zusätzlich, um den Flügel zu wechseln. Wir müssen mal schauen, ob wir die 5 Sekunden irgendwie zusätzlich rausgefahren bekommen. Nee, auf gar keinen Fall. Guck mal. Ich mach dir keinen Platz, vergiss es. Du dumme Sau. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Zeit rausgefahren kriegen, aber das kriegen wir gerade gar nicht hin. Ja, wir lassen den Flügel doch reparieren, komm. Ja, der wird uns jetzt eh gleich überholen, wahrscheinlich. Ne, schafft er nicht. Was kann der eigentlich? Schlecht. Und dann die Schikane natürlich hier ohne gescheiten Flügel zu ballern, ist natürlich auch richtig heftig. Gucken, wir fahren auch scheinbar das komplette Rennen. Das ist ganz nice. Das heißt, wir können danach noch, wenn wir den Flügel wieder dran haben, ein bisschen ballern. Nicht über den Scheißkörper. Okay, 1,6 haben wir jetzt schon rausgefahren. Das ist super. Ein 7 haben wir rausgefahren, wunderbar. Der Gerade holt dann natürlich rein, klar, uns fehlt der Luftwiderstand, beziehungsweise der Luftwiderstand ist größer durch den fehlenden, die fehlenden Teile vorne am Flügel, aber das ist kein Problem, glaube ich. Wie gesagt, auf der Gerade wird er immer ein bisschen Zeit dazu gewinnen, klar, ist auch so eine Windschattengeschichte und so, ne? Aber ansonsten haut das, glaube ich, schon ganz gut hin. Deswegen, also wir lassen den Flügelschaden auf jeden Fall reparieren. Wir kriegen als nächstes die M-Reifen, also die Mediums. Alles ganz gut. Naja, das geht schon. 2 Sekunden haben wir jetzt durch. Jetzt wird Ackerman gleich überholt von Ricardo. Good God, what a noob. Wie gesagt, wäre natürlich lit gewesen, wenn wir es schaffen, so 5 Sekunden rauszufahren. Ne, weil das dauert so 5 Sekunden länger, ungefähr den Flügel auszutauschen. Aber ich sag mal, wenn wir 3 Sekunden haben, sind das 2 Sekunden, dann können wir auf jeden Fall noch was reißen. So ist es nicht, ne? Das haut auf jeden Fall hin. Wir sollten es hinkriegen, am Ende Vierter zu werden. Das ist eigentlich nicht das Ding. Müsste doch, glaube ich, jetzt langsam das Boxenstoppfenster aufgehen. Ich weiß, wie sehen die Reifen aus? 24 vorne links. Das passt schon. 3,2 Sekunden haben wir jetzt. Wunderbar. Sehr geil, sehr geil. Gut die Kurve genommen. Wunderbar. 3,5 Sekunden. 4 auf Ackerman. Geil. Wie gesagt, an sich eine
unglaublich geile Rennstrecke. Außer vorne die erste Schikane, die ist... Die ist einfach nur... Heute Leukit. Hier, diese hier. Die 60 hast du dann auch mit orangem Flügel hier durch. Aber es geht erstaunlich gut, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Fuck, man. Aber auf dem Zeitlevel her passt das. Immer noch, nach wie vor, alles gut. 3,4 Sekunden. Das ist geil, nicht? Ist schon richtig geil. Guck mal, die da vorne fahren, sind drei... sind wir hier bei GTA 4, The Lost and Damned, oder was machen die da vorne? Eine Formationsfahrt. Sollen wir schon in die Box gehen? Komm. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja. Komm, lass reingehen. Das ist die 8. Runde, dann haben wir noch 5 Zeit, um wieder ein bisschen hochzufahren. Das ist ganz gut. Wir gehen jetzt rein. Gehen jetzt rein, holen uns die gelben. Wir haben 3,4 Sekunden Vorsprung auf Ricardo. Das sollte hinhauen, oder? Komm schon. Oh, da vorne geht auch jemand rein. Guck mal. Naja, lass die mal alle vorbeipielen. Das ist schon alles in Ordnung so. Wie gesagt. Wir kriegen eine neue Nase, aber das sollte alles relativ schnell gehen. Sonst machen wir 2,4. Jetzt müssten es ungefähr 7 Sekunden sein. Ja, wunderbar. Zieh durch. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Los, fire. Ich AlphaTauri the Foods. Okay, das war doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, tatsächlich. Wir haben sonst immer 2,7 gehabt. Jetzt damit haben wir doch... unsere Strategie durch. 7 Sekunden. Was mit dem... Was mit dem Bruder hier vor uns? Kein Bock, den gleich reinzufahren. Aber ging. Wunderbar, okay. Oh, guck mal, Ricardo ist vor uns. Jetzt können wir ungefähr abschätzen, wo wir ungefähr sein werden. Das heißt, der war vorhin vor uns. Wir haben jetzt 1,3 Sekunden. Hat es ungefähr länger gedauert. Das passt. Das passt. Die können wir locker noch rausfahren. Und dann sind wir wieder auf dem 4. Das sollte easy hinhauen. Wunderbar. Nur keinen Fehler machen und wieder den Flügel jetzt verlieren. Und beim Überholen auf jeden Fall aufpassen. Die scheren gerne mal aus. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ob man denen ins Gehirn geschissen hat. Ich weiß das nicht. Aber jetzt haben wir wieder volle Power hier mit gelben Reifen. Das klappt doch wunderbar. Guck mal. Schön weit rüber. Guck mal. Wie asozial. Ohne Scheiß. Boah. Was für eine Drecksau. Habt ihr das gesehen? Der kommt doch so niemals um die Kurve rum. Das ist einfach so ein dämliches Manöver. So eine Kurve fährst du von außen an und nicht irgendwie so in der Mitte wie so ein... Keine Ahnung. Das kommt, da kommst du niemals rum. So, mal gucken hier. Zack, 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 zack. Die waren alle schon in der Box gewesen. Wir sind jetzt... Achter. Damit legst du auf P8. Du bist jetzt P8. Fons ist Ackerman. Der hat aber noch die Soften drauf. Das heißt, er wird gleich auch in die Box wahrscheinlich fahren. Wir sind 7 Sekunden hinter Verstappen. Der aber auch schon in der Box war. Wir sind 21 Sekunden hinter Ackerman. Mal gucken. Bisschen durchziehen müssen wir. Bisschen durchziehen müssen wir auf jeden Fall, aber das kriegen wir hin. Liebe Zuschauer, ich mach das. 4 Runden haben wir noch. Das kriegen wir hin. Habt bitte vollstes Vertrauen in mich. Wie gesagt, Erster werden wir nicht mehr, aber Vierter oder so wäre schon geil. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Ja, ja, nicht. Kasper kommt an die Box. Kasper an der Box. Aha, sehr gut.
Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist Ackerman? Oh, wir sind schnellste Runde gefahren. Nice! Schnellste Runde des Rennens gefahren. Ciao, wir sind wieder Vierter. Da, 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 da. Geil. Perfekt. Und direkt wieder verkackt. Nice. Wie gesagt, ich glaube, mit dem Treppchen 6 Sekunden Verstappen. Der Red Bull ist unglaublich stark. Das wird eng, aber es ist machbar. Gar keine Frage, aber es wird schwer. Aber mal gucken. Wir haben jetzt auch eine Sekunde. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,5 Sekunden. Wir haben jetzt auch gerade schon 1,5 Sekunden gut gemacht auf Verstappen. Ich kann mal aus dem Dritten noch irgendwo holen. Irgendwie. Mal gucken. Mal schauen. 5 Sekunden. Ja, easy. Guck mal. Wir können sogar noch Zweiter werden, theoretisch gesehen. Das Ackermännchen wird auf jeden Fall wieder rumholen, ne? Hey, der kriegt einen neuen Motor und wir nicht. Das ist unfair. Ich finde das nicht gut. Na, da vorne sind sie am Rumpielen da. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt einfach geradeaus durchfahren. Kein Problem. Da wären wir auf jeden Fall Erster gewesen. Wahrscheinlich mit 10 Sekunden Strafe und ja, doof. Es wird schwer, da vorne ranzukommen. Das Problem ist, dass sie sich durch DRS natürlich immer wieder ordentlich einen Boost geben. Und wir müssen gegen dieses DRS gerade anfahren, weil wir haben es halt nicht. Aber mal gucken. Wie gesagt, 3 Runden haben wir noch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich predikte, wir werden Erster. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel predicted. Na, ja, guck hier auf den Geraden, holen die sich immer ordentlich wieder Zeit ran, weil die halt sich gegenseitig mit dem DRS pushen. Kleinen Arschis. Aber in den Kurven können wir ordentlich Plus machen. Wunderbar. Das gibt einen Krimi in der letzten Runde, glaub mal. Verbremseli! Okay. Ich komme! Freunde, ich will mitmachen bei eurem Spiel. In 30 Streifen freut sich der Vierte oder so. Zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Ach, fuck. Könnte eine Strafe geben. Gibt keine Strafe. Alles klar. Nein, ich bin da. Oh, die zwei Mercedes da vorne, Alter. Woo! Komm, DRS, gib. Ja, gib mir DRS. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Nein, wir haben kein DRS, was? Hä? Aber ich war doch 900 auf Verstappen ran. Okay, jetzt sind wir dran. Okay, Freunde. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das wird hot. Zum Teamkollegen beträgt 16,2 Sekunden. Das wird richtig hot. Die ziehen ordentlich davon. Habe ich DRS-Verbot oder was? Komm, wir müssen riskieren. Wir müssen riskieren. Geht nicht anders. Risky Bisky, look at me.
Sehr geil. Dankeschön. Was wird das? Was wird das? Was wird das? Was wird das? Wow. Ah, fuck. Oh. Ich hatte Angst, dass ich Hamilton reinfahre, Mann. Aber ein Dritter ist trotzdem noch nice. Wir hatten Flügelschaden gehabt, Mann. Oder? Komm! Nee, schade. Oh. Eine Runde länger und wir hätten gewonnen. So, das Rennen ist vorbei. Pass fuck. Auf dein Auto auf, während du reinkommst. Scheiße, Mann. Oh, wenn der Kackflügelschaden nicht gewesen wäre, ne? Was haben wir hier? Sieht aus, als entwickelt sich eine ganz schöne Rivalität zwischen dem Rookie Aiden Jackson und seinem erfahrenen Teamkollegen Kasper Ackermann. Ja, was für... Recht, ja. Was für Rivalität? Ein bisschen daran, wie Hamilton 2007 zu McLaren kam und wir wissen ja, wie das ausging. Alonso ist nach der Saison sofort wieder zu Renault gegangen. Hoffentlich kommt es diesmal nicht so weit. Was für Rivalität, Mann. Der Ackermann ist mal weit hinten. In den Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Okay, Bottas gewinnt, Hamilton 2, wir 3, passt. Wunderbar, wir sind auf dem Treppchen noch gelandet. Hätte ich nicht gedacht, nachdem unser Flügel da so zerbimst war. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, war das meine Schuld, die Sache mit dem Flügel? Warum ziehen die nochmal nach rechts? Warum machen die so dermaßen zu? Dürfen die das? Ich bin ja schon hinter denen gewesen. Toller Tag. Oh. Wie denken Sie darüber? Grüße an die Frames. Podiumsplatz also. Das Team war sicher begeistert von Ihrer Leistung heute. Aber hier, zack. Ich bin richtig zufrieden. Der Podiumsplatz ist gut für mich und das Team. Und ich bin vor Kasper ins Ziel gekommen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber es ist immer gut, wenn man sich mit jemandem messen kann. Das steigert die Motivation. Ein großes Thema, das nichts mit dem heutigen Ergebnis zu tun hat, ist, wie Sie sich allgemein im Laufe der Saison verbessert haben. Was können Sie dazu sagen? Ohne die Unterstützung meines Teams wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie kümmern sich gut um mich und das spürt man. Wenn ich besser werde, verdanke ich das Ihnen. Interessant, dass Sie das Team als Ganzes erwähnen. Können Sie uns verraten, was für ein Verhältnis Sie heute... Wir haben keine Probleme. Mit anderen Fahrern auszukommen ist nie leicht. Jeder will hier der Beste sein und das führt manchmal zu Spannung. Davon darf man sich aber nicht ablenken lassen und so schlimm ist das bei uns nicht. So ist es. Klasse, das war dann alles. Nice, tschüss, Frau nicht vorhandene Framerate. Ich weiß nicht, was da bei den Interviews immer los ist, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Grand Prix von Mexiko. In der Saison sind noch ein paar Rennen übrig und Racing Point hat nur noch wenig Zeit, um sich Punkte zu sichern, um in der Konstrukteursmeisterschaft besser abzuschneiden als ihre Rivalen im Mittelfeld. Nach dem Formteam in den letzten paar Rennen hofft das Team auf starke Ergebnisse sowohl von Rookie Aiden Jackson als auch von Veteran Kasper Ackermann. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich freue mich schon, das wird richtig cool. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.